Hallo und herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Ja, wie ihr heute seht, bin ich nicht alleine, denn ich habe die gesamte Elite in einen Zoom-Call eingeladen. Einerseits die Startrampe mit Johannes Bracher, der ja in der Tabakfabrik oben angesiedelt ist und im Bereich Event spezialisiert ist. Unser Direktor Chris Müller, der überhaupt die Tabakfabrik zum Leben erwacht hat. Und einer, der die Genehmigung dafür gibt, ist unser Staatsoberhaupt, unser Bürgermeister in Linz. Und in diese Runde möchte ich einmal alle herzlich begrüßen. Danke, dass ihr da seid. Ja, ich würde gleich anfangen mit dem heutigen Thema, denn es geht um Veranstaltungen und ich glaube, ein hartes Thema ist es auf alle Fälle für alle Eventbranchen, die gesamt wie ein Rattenschwanz daran hängen, findet ein Event statt, kommt ein Catering und, haben natürlich auch viele Vereine darunter zu leiden und dazu wollen wir heute einfach ein Statement machen oder auch hören von unserem Linzer Bürgermeister, wie es weitergeht, wenn der Lockdown noch länger hält. Herr Bürgermeister, wir haben ja ein Riesenproblem. Momentan eigentlich, ja, Bürgermeister zu sein, glaube ich, ist keine leichte Aufgabe. Ich glaube, das ganze Jahr nicht, aber in diesen Fällen Terror in Wien, Lockdown in der Gastro, tägliche andere Änderungen der Vorgaben. Ich glaube, dass es ein schweres Leben hat. Aber eines muss ich schon sagen, wenn ich Ihre Videoberichte sehe oder auch Sie persönlich so in der Öffentlichkeit treffe, glaubt man immer, es ist alles in Ordnung zu bringen. Das ist wirklich sehr, sehr gut herüber. Und man denkt sich, in Linz ist man in einem sicheren Hafen. Deshalb meine Frage, was können Sie für den sicheren Hafen, für Veranstaltungen, Eventbereich, Weihnachtsmarkt, für die Zukunft hier unseren Zuschauern mitgeben? Zuerst einmal von meiner Seite einen schönen guten Tag. Leider kann ich nichts sehr Optimistisches mitgeben, denn der Lockdown im November ist ein bundesweiter. Der Lockdown betrifft ja seit Februar massiv die gesamte Eventbranche. Hier ist de facto alles kollabiert. Es ist davon auszugehen, dass Teile dieser Branche, wie zum Beispiel Messeveranstaltungen und größere Kongresse auch in den ersten beiden Quartalen des nächsten Jahres, selbst bei einer geänderten rechtlichen Lage, kaum möglich sein werden. Es ist doch so, dass wir aufgrund der aktuellen Erlässe der Bundesregierung selbst Weihnachtsmärkte nicht durchführen können, um die wir sehr gerungen haben. Und ich bin ja sehr zwiegespalten, denn einerseits ist es tatsächlich so, dass die Analyse der pandemischen Lage diese Maßnahmen durchaus rechtfertigt. Ich kann ganz aktuell berichten, dass wir aktuell in Linz derzeit 1000 infizierte Mitbürgerinnen und Mitbürger haben. Zum Vergleich, Phase 1 beim Lockdown war der höchste Tageswert 165. Das heißt, es ist wirklich eine andere Situation. Und es wird sehr schwierig sein, im ersten Quartal überhaupt wieder hochzufahren. Unsere Linie in Linz ist jedenfalls, dass wir das, was im Rahmen der Erlässe, Verordnungen, teilweise der Gesetze, das, was möglich ist, ermöglichen, nicht nur verwaltungsmäßig, sondern auch unterstützend. Denn es ist auch im heurigen Jahr der Fall gewesen, dass die Gastronomie massiv gelitten hat und ich mich immer gegen eine Vorverlegung von Sperrstunden ausgesprochen habe. Erstens, weil es sehr wenig im Kampf gegen die Pandemie bringt, aber vor allem auch ökonomisch die letzten Möglichkeiten, die da gewesen sind, auch noch einmal devastiert werden. Ich hoffe nur, dass wir als Kommunen und auch ich wieder als Bürgermeister und in einer Statutarstadt auch als Bezirkshauptmann wieder in die Lage versetzt werde, tatsächlich mehr zu ermöglichen, als das derzeit der Fall ist. Und das ist deswegen aus meiner Sicht sehr dramatisch, weil auch Kostenersätze oder Umsatzersätze, so löblich sie sein mögen, diese Strukturen, die hier zerstört werden in der Eventbranche, nicht wieder gut machen können. Das heißt, hier ist tatsächlich von einem Wiederaufbau nächstes Jahr zu sprechen und da bedarf es anderer ökonomischer Maßnahmen. Ja, einmal danke, Herr Bürgermeister, für das Statement. Ich leite gleich weiter zu Chris Müller. Chris Müller, ihr seid ja eigentlich prädestiniert dazu,
Veranstaltung in der Backfabrik zu machen. Und die jüngste, glaube ich, sieht man auch hinter dir beim Bild, Van Gogh. Ich glaube, da gibt es auch etwas Neues zu berichten. Und ihr seid natürlich auch in den sozialen Medien gut vorbereitet. Was ich im Hintergrund weiß, habt ihr auch hier die technischen Voraussetzungen gemacht. Wenn man hier ein Business-Event abhalten möchte, gibt es alles Mögliche, ich glaube sogar kostenlos in der Tabakfabrik. Ist das soweit richtig, Chris? Zum Teil. Erst einmal schönen guten Morgen aus der Tabakfabrik. In dem Fall muss ich sagen, leider kann ich dem Bürgermeister nur überall zustimmen. Die Lage ist tatsächlich dramatisch. Also nicht so sehr für die Tabakfabrik, da haben wir natürlich massive oder zu 100% Einbußen im Veranstaltungsgeschäft, aber unsere Geschäftsfelder sind breiter aufgestellt. Aber vor allem, und das ist sozusagen die besondere Härte für alle, die uns geholfen haben, die Tabakfabrik aufzubauen, zu bespielen, die vielen Caterer, Freunde aus den Veranstaltungsbranchen, den verschiedenen Segmenten aus der Kreativwirtschaft. Da gibt es kaskadenartige Ausfälle, die vielleicht 3 Monate überstanden haben, jetzt nur 2 Monate mehr. Einige geben schon auf, also da gibt es eine massive Verschiebung und wenn der Herr Bürgermeister von einem notwendigen Wiederaufbau spricht, so glaube ich, trifft das sehr, sehr gut. Momentan sind wir aber eher nur im freien Fall und das merken wir täglich, weil wir sehr, sehr, sehr viele Absagen haben, Verschiebungen. Zu Verschiebungen kommt es kaum noch, wie beim ersten Lockdown, wo man gehofft hat, dass das im Herbst weitergeht. Also die Lage ist dramatisch. Und dann haben wir aber gesehen, wir wären ja nicht in der Backfabrik, wann wir nicht das Beste von unseren Mietern erfahren würden durch Kollaboration. Also wir tauschen uns sehr gut aus und haben dann Räume zusammengebaut, die jetzt notwendig sind. Also zum Beispiel in dem Raum, wo ich jetzt bin, ist gerade geschaffen worden, der sogenannte Nautilus. Den haben wir technisch so ausgestattet, dass es verschiedenste hochqualitative Übertragungen möglich macht für Pitches, für auch Cybersecurity, Veranstaltungen notwendig macht für Geschäftssitzungen. Also manche Geschäftsführungen kommen zu uns jetzt rein und sagen, wir nutzen euch einen Raum. Dann haben wir die Lüftung so weit ausgestattet, dass wir sagen können, sogenannte Aerosol. Wir sind sozusagen, wir haben eine Umluft geschaffen, die das zu 95% sicherstellt, dass es weniger Übertragungen gibt. Also wir sorgen für Daten- und Gesundheitssicherheit und was dann in der Zukunft verschiedene Bereiche vom Service. Also wenn du zum Beispiel zu uns kommst und möchtest bei uns eine Veranstaltung machen, hast du aber ein Kleinkind oder ein bisschen größeres Kind, dann besorgen wir wen, der auf dein Kind in dieser Zeit Acht gibt. Dann werden wir, wenn das gewünscht ist, dich filmen bei dem Pitch, damit du nachher so einen kleinen Trailer hast. Und wenn du willst, dann schauen wir gleich, dass du nach diesem Meeting sozusagen eine Podcast-Aufnahme mit nach Hause nehmen kannst. Das ist sozusagen ein rundum sorglos Paket. Und es ist nicht mehr alleine der Raum, den vermietet, sondern Service, Gesundheit, Sicherheit und ein Netzwerk, das dich mehr trägt, wie wenn du alleine wärst. Also aus diesem Grund ist die Tabakfabrik stark in Zeiten wie diesen, weil wir mehr sind wie einer. Und das hilft uns jetzt. Also die Konzeption des kollaborativen Konzerns hilft uns sehr. Und hinter uns, abschließend, sieht man schon die Van Gogh-Ausstellung. Die haben wir aus Paris herbekommen. Das war ein wildes Wochenende mit Telefonieren, ob Absagen, ja oder nein. Jetzt haben wir es aber geschafft, dass wir gemeinsam mit der Firma Bodner, die mit uns den Neubau errichtet, genau an dieser Stelle, es so einrichten können, dass wir pünktlich im Bau sind, aber auch mit der Veranstaltung 6 Wochen nach hinten ausweichen können. Das heißt, wir haben ein bisschen einen Buffer und wenn wir verzögert anfangen können, dann kann man diese Ausstellung in Linz noch sehen als Abschiedsgeschenk für das Quadrum und dann beginnen wir mit dem Neubau. Also aus Linz, also aus der Tabakfabrik, eigentlich gute Nachrichten in schwierigen Zeiten. Ja, danke einstweilen. Chris Müller, du hast völlig recht. Auch wir haben unsere Veranstaltung ja in der Tabakfabrik geplant. Beim ersten Lockdown haben wir es noch verschoben auf Oktober, die Revolution 2020 von den Blockchain Brothers, wo wir alle hellen Köpfe von der Finanzbranche zusammenholen. Auch wir haben jetzt abgesagt, momentan, weil man nicht weiß, wie lange das es dauert. Und so ähnlich geht es ja der Startrampe im ersten Stock oder im höchsten Stock, sagen wir mal so, der Tabakfabrik, ihr seid ja ganz oben. Und ihr seid eigentlich spezialisiert auf Nicht-Social-Distancing.
Sensing. Also das heißt, man sollte eigentlich alle dort treffen. Eure Aufgabe war mit der Startrampe, alle die Hände zu schütteln und hier wirklich ein Miteinander zu machen. Auch ihr habt jetzt umgestellt, oder Johannes? Ja, der Chris hat das schon ganz gut gesagt. Die Tabakfabrik ist der Ort der guten Hoffnung. Und wir als Startrampe sind ein Teil eines Unternehmens, eines Konzerns, der mit Glaub an dich wirbt. Und Glaub an dich, wer mit so einem Slogan wirbt, der hat da ein bisschen mehr Verantwortung und muss dieses Glaub an dich auch leben. Und das machen wir. Und wir haben ein ähnliches Angebot wie der Chris Müller. Wir stellen jetzt unsere Fläche kostenlos allen Gründerinnen und Gründern, innovativen Personen zur Verfügung. Nicht nur, das haben wir bisher schon gemacht, wir unterstützen sie jetzt auch bei Online-Events, bei Hybrid-Events. Das ist gerade in der jetzigen Phase des Lockdowns gar nicht so leicht. Haben uns da auch ein eigenes Hygienekonzept erlebt. Das heißt, auch wir stellen da unser Know-how bzw. unsere Infrastruktur zur Verfügung. Denn etwas, was wir merken, das ist einfach dieses Kreativität passiert nicht digital. Innovation passiert nicht in Form von diversen Calls, sondern das passiert, indem Menschen zusammenarbeiten, indem Menschen zusammenkommen und sich gegenseitig austauschen. Und das wollen wir, dass weiter passiert. Wir wollen ja die Startups, und nicht nur die Startups, sondern die Junggründer und Junggründerinnen am Standort, speziell hier in der Tabakfabrik, weiterentwickeln. Und so sehen wir es als unsere Aufgabe, hier einen kleinen Beitrag zu leisten. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch neue Eventformate entwickelt. Das ist in einem Unternehmen, das eine 171-jährige Tradition hat, wie die Sparkasse Oberösterreich, teilweise gar nicht so leicht. Aber auch hier zeigt es ganz gut, dass Innovation, Veränderungsbereitschaft doch auch in der DNA unseres Hauses steht und die Startrampe da die richtige Bühne oder das Labor dazu ist, und haben jetzt mit Hybrid-Events, mit nicht, also keine klassischen digitalen Events hier, eine Nische gefunden. Darf da auch gleich ankündigen, am 26.11., Donnerstag, 26.11., werden wir mit so einem komplett neuen Format, dem ersten Glaub an dich Pitch Clash, on air gehen. Und versuchen hier der sehr innovativen Szene auch eine Bühne zu bieten. Denn um was geht's? Viele Startups, gerade in der frühen Phase, brauchen jetzt eine Auftrittsmöglichkeit, um ihre Produkte, ihre Geschäftsideen zu präsentieren. Und das rücken wir jetzt noch stärker in den Fokus. Denen wollen wir eine Bühne geben, denn, wie ich schon gesagt habe, wir glauben an die innovativen Personen, wir glauben an junge, innovative Startups. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, diesen eine Bühne zu bieten und diese auch zu unterstützen. Sehr gut, danke Hannes. Unser Herr Bürgermeister ist ja natürlich auch jetzt in Zeiten wie diesen natürlich auch sehr, sehr kurz angebunden. Deshalb, Herr Bürgermeister, hätte ich noch eine große Bitte. Ein Schlusswort noch, wie geht es eigentlich weiter mit uns? Was macht die Eventbranche, was für Möglichkeiten hat die Stadt Linz, außer die Leute sterben zu lassen im Bereich Verein und Eventbranche? Wie gibt es noch die Unterstützung und wo kann man sich melden, wenn man Unterstützung braucht? Vielleicht gibt es da noch ein Schlusswort vom Herrn Bürgermeister, bitte. Sehr gerne. Das erste ist für euch, es geht auch um Immaterielles. Die Zukunft, nämlich die Einschätzung, dass wir Menschen, die wir auch die Möglichkeiten der Digitalisierung und der Netze offensiv nutzen sollten, nicht nur als Ersatz für fehlenden persönlichen Kontakt, sondern als zusätzliches Instrument, auch effizienter agieren zu können. Wir werden diese Formate, eines, in dem ich gerade selbst aktiv involviert bin, und noch zahlreiche andere ähnliche Formate werden Teil unseres Business bleiben und auch in der Kommunikation eine größere Rolle spielen. Ich bin aber auch überzeugt davon, das haben die Sommermonate gezeigt, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Das heißt, wir brauchen auch die persönlichen Kontakte zueinander. Es geht nicht um das entweder im Netz oder haptisch, sondern um eine Verbindung beider, die Vorteile beider zu nutzen. Derzeit fehlen uns die Vorteile der konkreten, individuellen, manifestierten Kommunikation. Und deshalb glaube ich, dass es unbestritten ist, dass es eine Zukunft wieder geben wird, sowohl für die Gastronomie, für viele Veranstaltungsformate, weil wir einander nicht nur benötigen und brauchen, sondern auch einander wollen. Dieser direkte Kontakt, der fehlt vielen Menschen. Und ich darf kurz ein persönliches Beispiel erwähnen. Es heuer, Anfang September oder Mitte September,
erstmals in einer unserer Künstlervereinigungen eine Ausstellung eröffnet worden ist, die erste überhaupt in diesem Kalenderjahr, dann musste dieser Eröffnungsakt in das Freie verlegt werden. Aber nicht wegen Corona-Schutzbestimmungen, sondern weil so viele Menschen wie noch nie bei dieser Ausstellungseröffnung gewesen sind. Und das hat gezeigt, auch im Gespräch dann, alle waren froh, wir treffen einander wieder. Wir können wieder miteinander reden und nicht nur per Zoom, Skype oder was auch immer miteinander kommunizieren. Und das wird kommen. Was wir jedenfalls brauchen, und da ist die Stadt auch durch Institutionen wie die Tabakfabrik, aber auch durch andere Veranstaltungsräume und Räumlichkeiten, die wir haben, ein Partner. Wir wollen hier offensiv und besser als in der Vergangenheit vernetzen. Ich arbeite beispielsweise derzeit daran, an einem Paket von 1 bis 1,5 Millionen Euro zusätzliche Förderung für unsere Kulturschaffenden in der Stadt. Aber nicht im Sinn von Förderung und Benefit, sondern um die Ermöglichung, im Netz aufzutreten, um die Ermöglichung, wenn wir wieder gemeinsam agieren können, mit der Gastronomie zum Beispiel den Linzer Hauptplatz zu beleben und bespielen. Nicht nur für die Gastronomie, das will ich auch, dass die mehr Umsätze lukrieren, aber auch für Menschen, die nicht konsumieren wollen, wieder zusammenzukommen. Und diese Kombinationen zwischen Kulturschaffenden, Gastronomie, den Intellektuellen in dieser Stadt und auch unseren Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche, die kommen wieder. Davon bin ich überzeugt. Und für die konkreten Hilfen gibt es einen 1-Millionen-Fonds bei der Stadt Linz für all diejenigen, die weder vom Bund noch von Ländern eine Förderung erhalten haben. Das hat der Gemeinderat bereits im Juni beschlossen. Dort ist das Problem diese Ablaufkette, dass viele noch keine Entscheidungen der erwähnten Ebenen in Händen haben und wir deshalb sie dann nicht unterstützen können. Aber da kann auch nur mein Appell sein, vor allem auf die Bundesebene, rasch diese zugesagten Unterstützungen zu gewähren. Denn wenn es dann noch immer offene Punkte, Probleme gibt, haben wir sozusagen auch ein Notfallbudget vorgesehen, um diesen Unternehmen zu helfen. Ich hoffe nur, dass es nicht wirklich schon zu spät ist, denn das war gedachtes Liquiditätshilfen im Juni. Jetzt haben wir den zweiten Lockdown im November. Aber wir haben auch für diese Notfälle einen Fonds reserviert. Aber viel entscheidender ist für mich diese Zukunftsinvestitionen, dass wir einen neuen Take-off und in weiten Teilen wahrscheinlich tatsächlich einen Wiederaufbau in dieser Szenerie haben werden. Aber da geht es einfach jetzt darum, die Hemdsärmeln weiterhin aufgekrempelt zu haben, nicht in Depression zu verfallen. Wir haben in dieser Stadt schon mehrere Krisen überstanden. Die ist jetzt ziemlich veritabel. Das ist die härteste in der Zweiten Republik überhaupt. Die übertrifft in der ökonomischen Auswirkungen auch die Krise der verstaatlichten Industrie Ende der 80er Jahre, weil die strukturellen Veränderungen quer durch die Wirtschaft und ich sage auch quer durch die Gesellschaft gehen. Aber Zitat ist ganz einfach, fürchtet euch nicht, es bleibt uns eh nichts anderes, als Vollgas zu geben, wenn es wieder möglich ist. Danke, Herr Bürgermeister. Ich darf noch abschließend die Worte sagen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir sind froh, Sie als Bürgermeister in Linz zu haben. Das kann ich wirklich so vertretend für ganz viele Meinungen sagen, weil ich ja die Leute auch so persönlich treffe. Und die sagen wirklich, der Linzer Bürgermeister ist top. Und danke für den Call, Herr Bürgermeister. Sie sind entlassen und viel Spaß beim nächsten Meeting. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Solange ich heutigen Meeting entlassen bin und nicht im Grunde nach freuen. Gott sei Dank, ja. Was? Tschüss. Ja, meine zwei Lieblinge dürfen Gott sei Dank noch bleiben, weil ich habe ja auch eine besondere Verbindung in die Tabakfabrik. Nicht nur, weil ich die Blockchain-Brothers auch vertrete, sondern einfach das Ambiente. Der Chris hat mich einmal vor, ich glaube, eineinhalb Jahren, zwei Jahren ist es gewesen, hast du mich einmal eingeladen und hat gesagt, Martin, du musst in die Tabakfabrik mit die Blockchain-Brothers. Und dann bin ich hineingegangen und habe diesen Spirit erlebt und ich weiß mittlerweile, was er geschaffen hat. Es war noch ganz wenig los und mittlerweile ist er da ein,
ja, explosionsartiges Konzept entstanden, das wirklich hier mietfrei oder schmerzfrei von dieser Krise zu bewältigen ist, wie der Chris auch richtig gesagt hat, er ist breit aufgestellt. Was mich aber jetzt persönlich interessiert, du hast diesen Raum zur Verfügung gestellt. Ist es jetzt Nautilus, oder Chris? Ja, also sind zwei Dinge ein bisschen vermischt. Ja? Das stimmt, was du gesagt hast, aber da geht es für Auftritte auf unserer Streaming-Stage in der Lösehalle und da kann jeder, der Produkt oder jede, der Produkte präsentiert oder eine Band hat oder Kultur oder Talks zeigen möchte oder produzieren möchte, dem stellen wir das gratis zur Verfügung. Okay. Weil die Lösehalle hat 1600 Quadratmeter und da hat man sozusagen genug Platz, um sich sozusagen gesundheitsmäßig gut bewegen zu können und sich nicht anzustecken. Dieser Raum da ist mit Hightech ausgestattet und dient eigentlich dazu, Geschäftsleuten den Raum anzubieten, weil wir bessere Technik, größere Räume haben und eben dieses Service rundherum, was in einigen Firmen nicht haben. Da sind wir gerade mit dem Johannes, der ein paar Stockwerke über uns ist. Und dieser Wettbewerb ist ja das Gute. Das ist sozusagen das, was sehr lustig macht in der Tabakfabrik, dass wir uns mit den besten Ideen immer weiter nach oben nivellieren. Und ich kann nur wirklich jedem und jeder sagen, wer einen Raum braucht für wichtige Meetings, hier ist einer und ihr seid herzlich willkommen. Danke, Chris, danke. Einfach an die Tabakfabrik auf die Webseite schauen und schadet auf keinen Fall, wenn man da mal drunter schaut. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt so einladen darf, aber ein Blick, ein Rundgang in die Tabakfabrik ist es auf alle Fälle wert. Ich persönlich komme auch immer, Inspiration zu holen, Leute zu treffen. Ich weiß, dass es momentan sehr schwierig ist, aber einfach das gemeinsam in der Tabakfabrik so viele verschiedene Unternehmen und CEOs und wichtige Personen, die in Zukunft den Markt bestimmen, hier zu treffen, ist immer wieder anregend und auch jedes Mal, wenn man in die Tabakfabrik einfährt, überrascht einen eine Baustelle. Entweder es wird gerade eine Brauerei gebaut oder ein Garten gepflanzt oder wieder ein neues Gebäude entsteht. Also richtig. Richtig cool gemacht, lieber Chris Müller, und danke. Darf ich vielleicht noch was sagen? Bitte, ja. Weil es mir wichtig ist, weil jetzt sozusagen es ist ja wirklich sehr, sehr ernst. Wir haben total ernste Zeiten und das merkt man, wenn man mit Mieter und Mieterinnen spricht. Also da gibt es nahe an der Depression, da sind wir nahe an einer gesellschaftlichen Depression, weil es wirklich sehr, sehr hart ist, sehr, sehr anstrengend privat. Wie du schon gesagt hast, dann kommt der Terror noch dazu und alles, was verunsichert, ist natürlich schlecht. Und darum bin ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht stolz, aber sehr, sehr demütig, an so einem Ort arbeiten zu dürfen, weil gestern war der Johannes zum Beispiel bei uns herunten, weil wir die neuen Pläne gemeinsam also vorgestellt haben, ein bisschen Feedback eingeholt haben, wie das was weitergehen wird gemeinsam. Und da muss ich sagen, nach so einem Tag, wenn du 10 Meter triffst, dann gehst du gestärkt raus und das ist eine ganz große Kraft der Tabakfabrik. Man holt sie, man kann ein bisschen in die Schultern weinen, man kann sie beste Ideen erholen, man stützt sie gegenseitig und wenn man die Sparkasse im Haus hat, und das meine ich total ernst, dann hat das einen Grund, das ist an der Tradition verpflichtet und diese Tradition wird halt in der Gegenwart geboren für die Zukunft und das ist ein wahnsinnig guter Partner und wir tun ja nicht weniger mit der Sparkasse, sondern wir tun ja gemeinsam mehr. Also der Umbau zum Beispiel haben wir finanziert mit der Sparkasse. Es entsteht noch ein kräftiges Kunstzeichen am Areal draußen. Das werden wir, sobald es die Zeit erlaubt, gemeinsam präsentieren. Also es passiert einiges und dieser Mix an verschiedenen großen Partnern, aber im sozusagen Brüder und Schwester im Geist, das macht es angenehmer, in schwierigen Zeiten wie alleine zu Hause zu sitzen. Und das zeigt die große Kraft der Tabakfabrik. Ja, das stimmt. Also das merkt man gleich. Ich muss da anschließen. Ja. Der Chris hat es ganz schön gesagt, die Tabakfabrik ist nicht nur ein Ort der Innovation, sondern ein Ort der Menschenfreunde. Und gerade in solchen Zeiten ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir, auch wenn wir physisch auseinander oder Abstand halten müssen, dass wir emotional zusammenrücken. Denn was unterscheidet oder was macht einen Ort lebenswert? Es sind natürlich die innovativen und inspirierenden Momente. Es sind aber vor allem die Menschen, die aufeinander zugehen und sich gegenseitig helfen. Und wenn der Chris sagt, der Chris und ich, wir rittern natürlich nicht um unsere Kunden, sondern wir sagen ganz klar, die Corporates, die großen, die etablierten Unternehmen sind woanders besser aufgehoben als die kleinen, jungen, agilen Unternehmen. Wir wollen vor allem diesen unter die Arme greifen, denn das ist schon etwas,
jedes Unternehmen oder viele Unternehmen beginnen mit einer Idee. Mit einer Idee im Herzen, mit einer Idee im Kopf. Und dass diese Ideen jetzt auch in diesen, unter diesen etwas komplexeren und schwierigeren Rahmenbedingungen passieren können, für das sind wir als Startrampe da. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, und da muss ich wirklich in Chris stellvertretend für sein Team auch danken und auch für den Bürgermeister und die Linzer Stadtregierung, die das ermöglicht hat, einen Ort wie die Tabakfabrik zu gestalten und dann Unternehmen dafür zu begeistern, wie eine Sparkasse Oberösterreich, die eine sehr lange Tradition hat und dann sagt, okay, wir wollen in die Zukunft blicken und dieser Blick in die Zukunft zeigt sich auch wieder, indem wir hier eine etwas größere Fläche in die Hand nehmen. Das ist gewissen Personen geschuldet und das ist einem Innovationsgeist, einer Pionierarbeit geschuldet und das zeichnet die Tabakfabrik aus. Wir sind ein lässiger Ort, ein schöner Ort, ein inspirierender Ort, aber die Menschen hier, die machen das ganze lebenswert. Das ist nämlich ein Ort der Menschenfreunde, unabhängig von Ideologien, von religiösen Prägungen, von kulturellen Prägungen. Hier wird zusammengestanden und das ist das Schöne und das Tolle, dass hier ein gutes Bier in Zukunft gebraut wird, dass es spannende Kunst zum Ansehen gibt. Das ist ein toller Nebeneffekt, aber die Menschen, die hier vor Ort sind, die machen das Ganze so besonders. Und das ist an und für sich das Tolle an der Tabakfabrik und warum ich auch im Lockdown jeden Tag sehr gerne hier drinnen bin. Ja, also ich freue mich auch auf alle Fälle, euch wieder persönlich zu treffen und euch auf die Schulter zu klopfen. Auf das freue ich mich auch ganz besonders. Ich würde sagen, wir sind am Ende unserer Sendung. Kann nicht genug sein. Kann nicht genug sein. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gut gefallen hat, bitte einmal liken. Das Video dürft ihr natürlich weiterleiten. Und wir haben wirklich hier heute die Stars von Oberösterreich an die Linse oder vor die Linse bekommen. Und das freut mich natürlich ganz besonders. In diesem Sinne würde ich sagen, ich würde mich verabschieden. Danke, lieber Johannes, in Vertretung der Sparkasse. Danke, lieber Chris, in Vertretung der Tabakfabrik und ich hoffe, wir sehen uns bald nicht nur persönlich, sondern auch im Zoom-Call und würde sagen, danke, schön, dass ihr da mit dabei wart und auf Wiedersehen.